Jetzt am Wort Christian Drobitz, SPÖ. Wenn der Tagesordnungspunkt kommt, hat er zum Falschen gesprochen. Jedenfalls, was Sie jetzt gesagt haben, das stimmt sicher nicht überein mit diesem ständigen Unterausschuss, in dem ich mich befunden habe. Und auch Herr Kollege Böttinger, also Sie haben mir gesagt oder uns gesagt, ihr läuft Gefahr, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das gebe ich zurück, dieses Kompliment. Also die ÖVP hat wirklich die Glaubwürdigkeit bei diesem Unterausschuss verloren. Ich persönlich habe diesen Unterausschuss so erlebt, dass er sehr zeitintensiv war. Zeitintensiv in 6 Monaten, 12 Sitzungen mit 21 Auskunftspersonen. Ich habe ihn erlebt, dass eine sehr gute Vorsitzende, die heute leider nicht da ist, bei der ich mich bedanken möchte, bei der Frau Tomaselli. Ich habe erlebt, dass es wirklich auch im Gegensatz zum Herrn Kollegen Böttinger kein Verhör gegeben hat, sondern es sehr wohl einen respektvollen Umgang aller Abgeordneten mit den Auskunftspersonen gegeben hat. Und ich habe eines erlebt, was ich heute nicht erlebe, dass die ÖVP im Ausschuss eine andere Strategie verfolgt hat. Es war nämlich ein Catenaccio, wie man es üblicherweise von den Italienern kennt, eine Verteidigungsstrategie, wo versucht worden ist, eigentlich alles gut zu reden, schön zu reden und eigentlich diesen Prüfauftrag, den es gegeben hat, nicht in der Form durchzuführen, wie es eigentlich gewollt war. Und abschließend zu diesem Bereich, zum allgemeinen Bereich, die Wahrheitspflicht ist eine wesentliche Pflicht des Abgeordneten. Und ich erwarte mir als Politiker, aber auch derer, die draußen sitzen und die Bevölkerung, das auch von uns erwartet, dass jeder von uns und jede von uns die Wahrheit sagt. Und ich habe vernommen, dass es durchaus Themen gibt, wo jetzt bereits auch verlangt wird, dass wir auch in dem Unterausschuss die Wahrheitspflicht einführen sollen. Ich bin dafür. Ich bin dafür, dass wir das auch im Strafgesetzbuch eintragen. Und ich bin auch dafür, dass wir auch zukünftig trachten, dass die Glaubwürdigkeit der Politik wiederum erhalten bleibt. Inhaltlich geht es mir um 2 Punkte noch, die mir wichtig sind. Beim Impfen, behaupte ich, gibt es und gab es ein Impfchaos. Der Bundeskanzler als Auskunftsperson, Kollege Hanger sieht mich an, hat selbst gesagt, er hat freiwillig auf Impfstoff verzichtet. Das hat er gesagt. Es war ihm nur nicht bewusst. Ich behaupte, dieses Chaos ist entstanden, weil zwischen den Regierungsparteien die linke Hand nicht gewusst hat, was die rechte tut. Und das hat sich eigentlich bis zum Schluss durchgezogen. Und deshalb ist auch das rausgekommen, dass wir jetzt in dem Impfbereich ein Chaos haben. Und deshalb glaube ich auch, dass man so das feststellen darf. Ein 2. Punkt, Stop Corona-App. Es sitzt nicht der Nationalratspräsident hinter mir, aber ich behaupte, dass er derjenige war, der durch die Aussage, dass diese Stop-Corona-App verpflichtend kommen soll, es verhindert hat. Es verhindert hat und beharrlich verhindert hat, dass eine gute Sache, die der Herr Voigtländer auch angesprochen hat, nie zustande gekommen ist und von Anfang an begraben wurde. Und genauso sehe ich das auch bei der Hygiene Austria. Die Hygiene Austria wurde einen Tag vor dem ersten Lockdown gegründet. Warum? Weil Exklusivgespräche geführt worden sind, weil es Interesse gegeben hat, dass die Hygiene Austria die FFP2-Masken für die über 65-Jährigen produzieren soll und am Ende endgültig dann auch die Finanzierung darüber erfolgen soll. Also ich behaupte, es gibt einige Punkte, die nicht regelmäßig waren und ehrlich geführt worden sind. Und deshalb sage ich abschließend, wir brauchen wirklich auch eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle und wir brauchen eine Stärkung der Minderheitenrechte. Und ich verlange deshalb, dass auch zukünftig die Minderheiten die Auskunftspersonen bestellen können, die sie wollen und nicht abhängig sind von den Regierungsparteien. Also von unserer Seite her wird der Bericht keinesfalls so rosig gesehen, wie es bisher die beiden ÖVP-Abgeordneten dargestellt haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Ein Plädoyer für die Wahrheitspflicht im Rechnungshof-Unterausschuss und für mehr parlamentarische Kontrolle von Christian Drobitz von der SPÖ.